So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt hier wieder ein bisschen beim Steinabbauen in Rising World. Ich brauche ja noch weiterhin Steine für mein Schwimmbad. Und dachte mir, gut, entweder bereitest du es vor, wo ich mir dann aber auch wieder dachte, nee, komm, lass. So kannst du dich nicht mit den Leuten unterhalten und von daher mache ich das jetzt mal ein bisschen anders. Ich gehe einfach schon mal rein, statt den Weg dahin zu zeigen, und baue hier schon mal ab, nämlich massig an Stein. Ja. Also, wir haben ja beim letzten Mal angefangen mit unserem Sprungturm, haben beim vorletzten Mal angefangen mit unserem Zaun, haben davor viele andere Baustellen angefangen und nie eine zu Ende gebracht. Kann ich verstehen, dass es wahrscheinlich dann auch ein bisschen für Unmut sorgt. Bisher habe ich zwar noch keine Kommentare dazu bekommen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mal wieder mehrere Aufnahmen hintereinander mache. Und deswegen nicht so schnell auf die Kommentare dann reagieren kann in den Videos, werde das dann aber nachträglich dann natürlich noch machen. Sonst hätte ich ja auch nicht das mit dem Sprungturm angefangen. Sagen wir es mal so, wenn ich mehrere Baustellen habe, weiß ich auch, okay, gut, da musst du noch was machen. Ja, weil das einfach dann nicht schön aussieht. Oh, wartet mal, was habe ich denn da? Oh, schon wieder Kohle. Blöd, dass man Kohle zurzeit nicht verwenden kann, ne? Na? Na? Komm. Zack. Wo ist es da? So. Also, wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen psychologisch, sag ich jetzt mal, bedingt. Ich brauche mehrere Baustellen, die ich dann nach und nach alle fertig mache. Daher bitte nicht übel nehmen. Ich finde es auch, wie gesagt, vielleicht hilft es auch manchmal einen, so euch dann damit so einen kleinen Anreiz zu geben, so eine Idee, ah, so könnte man das ja auch machen. Und dann wird das auch dann umgesetzt oder so. Ich weiß es ja nicht, ne? Also es gibt da halt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze so zu sehen. Und ja, es wird hier mal so dunkel so schnell. Wo ist denn das Licht? Da. Komisch. Warum wird das hier immer so schnell dunkel? Ich kann doch hier nicht immer wieder eine neue Lampe setzen. So. Eine neue Lampe. Eine neue Fackel, meine ich. So. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Licht rauskitzeln kann. Ich brauche ja eh massig Steine. Aber vielleicht kann ich hier ein bisschen Licht rauskitzeln, dass es hier nochmal so ein bisschen heller wird. Nee, nicht wirklich. Nö, okay. Schade. Hätte ja funktionieren können. Das mit dem Licht ist hier eh immer so eine Sache. Aber Steine sollten genügend sein, um jetzt endlich dann weiter an unserem Schwimmbad bauen zu können. Ja, ich möchte nämlich doch den Sprungturm jetzt, soweit es geht, erstmal weitermachen. Also da werde ich dann nicht einfach mal so aufhören. Oh, und es ist Nacht. Müssen wir schlafen? Müssen wir ganz dringend schlafen? Ich muss mir auch nochmal was einfallen lassen. Das sieht hier so trostlos aus. Aber ich brauche halt auch mehr Gemüse und so. Aber das kommt alles noch. Ja. Er kann rein theoretisch mit jedem Update, könnt ihr ein neues Gemüse einführen. Ja, das würde eigentlich schon den ganzen Anreiz eigentlich machen, ja. Wenn er mit jedem Update so ein Item mehr, ein Gemüse mehr, einmal, was weiß ich nicht, ein Licht mehr, dann mal da, was weiß ich, eine neue Holzart mehr. Einfach das so ergänzen. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, dann könnten die Leute auch sagen, ey, geil, und beim nächsten Mal hätte ich gerne, und dann, ja, statt dann einfach so ein Massenupdate, wäre halt jetzt auch nur so eine Idee. So, das sollte aber jetzt erstmal an Steinen hier reichen, würde ich sagen. Gut. Wow, das sieht ja total unschön aus. Hallo? Danke. Und hier, das mit dem Licht, das ärgert mich. Hier ist, das liegt, kann wirklich nur noch daran liegen, dass hier dieser Berg entweder wirklich das ganze Licht da auffrisst, weil das die zentrale Lichtquelle ist aus der Richtung. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Wirklich bei weitem nicht vorstellen kann. Oder aber, weil das hier so gesehen mal ein Berg war, dass er hier die Dunkelheit einfach übernommen hat.
Weil wir sehen ja auch manchmal, dass er noch den alten Seed drin hat, wenn man das Spiel startet. Das müssten einige kennen. Dann lädt er den alten Seed noch und berechnet dann erst nachträglich, was sich alles geändert hat. Das könnte natürlich auch als Hintergrund dienen. Aber das kann ich halt auch nicht wirklich genau sagen. Nur einschätzen. Finde ich komisch. Nun gut. Warum mache ich das jetzt? Keine Ahnung. Einfach mal so, weil ich es kann. Nee, ich möchte einfach auf einer gewissen sicheren Art und Weise stehen. So, so, so. Genau. Muss jetzt auch erstmal gucken, wie weit ich jetzt hier in welche Richtung gehe. Ist halt auch ein bisschen immer... Es ist halt nicht gerade, sag ich mal, leicht, das Ganze ideal einzuschätzen. Boah, schon wieder leer? Alter, die Steine... die gehen weg wie warme Semmel, ey. Wirklich wie warme Semmel, sage ich euch. Oder wie so ein schöner Hefezopf. So richtig schön warm, frisch aus dem Ofen. Oh, da kann man sich doch reinsetzen, oder? Ich weiß nicht. Kennt ihr das? Ah, komm, mach mal. Mach mal wirklich so lang. Upsa. Sollte eigentlich gar kein Problem darstellen. Von der Länge her. Wer hat den längsten, hä? Wer hat den längsten Pool? So, jetzt muss ich aber hier natürlich auch wieder ein bisschen was wegmachen. Weil ich ansonsten hier keinen Platz habe. Ja. Das sollte eigentlich mal ein Volleyballfeld werden, ne? Naja. So ändern sich die Zeiten. So, da sehen wir auch noch, wo wir noch was wegmachen müssen. Müssen auch noch eine Leiter platzieren. Oh, na. Tatsache, das reicht sogar. Krass, Junge, krass. Oh, verdammt, hier fehlt noch eine Reihe. Zack, das dann noch weg. Guck mal, wie es da auf einmal dunkel wird. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. So, aber hier können wir schon mal hochgehen. Zack, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, es wird. Es wird. Wie ich das dann mit dem Licht mache, ist mir noch schier ein Rätsel. Aber okay, gut. Das, ja, wird mir bestimmt irgendwann mal der, Red so ein Update oder so geben. Keine Ahnung. So, Fliesen. Da hatten wir diese Fliesen, diese schönen. Machen wir nochmal zwei Blöcke voll. Ja, doch, doch, kann ich mitleben. Also, mal davon abgesehen, das ist hier echt... Das sieht echt gruselig aus. Würdet ihr da schwimmen gehen? Wenn es da wirklich tags hell ist, an einen Stellen und dann auf einer anderen Stelle dann so pottendunkel. Stockdunkel. Pottendunkel. Pottenhässlich wollte ich eigentlich sagen. Aber okay, gut. Pottendunkel. Kennt ihr Pottendunkel? Na egal. So, jetzt gucken wir da. Genau. Muss ich das jetzt ausfüllen? Haben wir hier schon mal ein Becken. Ist schon mal gut. Irgendwie sehe ich es kommen, dass ich hier rausfliegen muss. Weil wenn ich es geschickt anstelle... muss ich hier wahrscheinlich nicht rausfliegen. So. Und jetzt von hier oben darüber. Na komm. Nee, ne? Boah. Ernsthaft? Fehlen mir immer noch Steine. Also so ein Projekt frisst echt immer Stein, das glaubt man gar nicht. Dass da manche Leute dann wirklich so welche riesen Kunstwerke dahin knallen. Echt Respekt, Respekt, Respekt. Kann man immer wieder nur sagen. So, mach ich das jetzt halt hier von außen. So.
fasst sich doch. So, so. Und so. Dann haben wir das Becken schon mal zu. Jetzt muss ich hier 3 weiter nach vorne gehen. Wobei ich möchte ein paar mehr gehen wegen dem Turm. Das heißt also, hier muss ich doch ein bisschen breiter werden. Wie breit das sehen wir dann? Alter, wie hoch stehe ich denn hier? Boah. Gut, ich wollte ja eh noch eine Treppe hoch machen, das passt ja auch. Ach. Komm, was finde ich hier? Jetzt ernsthaft, jetzt ist hier so eine große Lücke. Oh. So. Na komm. Bisschen näher. Wunderbar. Guckt euch das mal an, wie dunkel das da wird auf einmal. Einfach so aus nix. Aus nix wird das da dunkel. Kann man mir doch sagen, was man möchte. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Ratet mal. Das Holz, der Stein ist schon wieder leer. Der Stein. Asphalt, Max. Max. Haben wir gleich echt schon wieder jeden einzelnen. Geht mir extra schon vorher sammeln und dann verbraucht man die ganze Folge über nur Stein. So. Gehe ich jetzt hier noch? Ja, komm. So. Wunderbar. Ach, verdammt, jetzt zeige ich da... Oh, nee. Jetzt muss ich von der anderen Seite ran, ne? Oh, nee, halt, wartet, wartet, wartet. Komm. Genau, ja, wunderbar. Ha. Tada. Yay. So. Das Ganze hier auch nochmal. In der Richtung. Ja. Ah, okay, ist einer zu viel. Na, komm. Der weg. Weg mit euch, Stein! Mal davon abgesehen, dass ich euch so brauche. So. 36 Stück. Ah, könnte knapp werden. Jedenfalls, um es zuzumachen. Von der anderen Seite da. Von der Seite hier. Aber okay, wir sind ja auch noch nicht fertig, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja noch in der Planungsphase. Ja, wenn ich jetzt hier den Turm hin... Ne, brauche ich noch mehr Platz, oder? Ich könnte hier auch nochmal weitergehen, da noch so ein paar Sitze hinmachen. Aber hier muss jedenfalls der Turm hin. Und dafür brauche ich mehr Platz. Damn it. Verdammt! Und hier möchte ich auch noch mehr Platz machen. Das heißt also mindestens, ja. Ich sag mal so 4 Felder weiter kann ich noch, ne? Ist natürlich doof, weil ich jetzt da die ganzen Dinger dazu gebaut habe. Aber. Okay, gut. Aber dann weiß ich das dann, für das nächste Mal, wenn ich dann die Steine habe. Das ärgert mich jetzt hier voll mit dem Licht. Komm, da muss doch hier ein bisschen Licht durchkommen. Kann nicht sein, dass ich da extra so welche... Guckt euch das mal an. Die Sonne scheint von hier. Die Sonne blendet mich sogar. Das müsste ja hell erleuchtet sein. Das geht doch nicht mal mit rechten Dingen zu. Also lieber Red, wenn du diese Folge siehst, ansonsten werde ich dich eh nochmal ansprechen, hier musst du ein bisschen noch wirklich... mit den Lichtverhältnissen arbeiten. Oder aber ich muss irgendwo die Schattengestaltung nochmal genauer hinpacken. Keine Ahnung, also so geht das jedenfalls nicht weiter. Da kann ich... Ich nehme ja schon weg, was geht. Ist über mir irgendwas? Nee. Nur da. Und der Berg kann es ja wohl nicht sein. So, wenn ich das hier alles wegnehme... Hier ist es hell.
Und da ist es dunkel. Selbst wenn ich das jetzt hier alles wegnehme, es wird nicht heller. Nee, ganz im Gegenteil. Es wirkt sogar eher immer dunkler, oder? Ich brauche ja eh Steine, aber... Dass mich das so wurmt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich kann ja einfach L drücken und dann passt sich das, aber... Ich will auch keinen dunklen Sprungturm haben, hallo? Sind wir hier in irgendeinem Horrorfilm oder so, wo der Sprungturm total dunkel ist? So Turm des Todes. Creepy Turm. Turm of the Seven Nightmares oder so. Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen, warum das so ist. Ich hoffe nur, er fixt das irgendwann. Asphalt. Na, jedenfalls haben wir noch genügend Asphalt bekommen. Den können wir auch noch schnell verbauen. Ich muss ja eh hier noch weiter in die Richtung. Wie weit und ob wir da die Seite zumachen, das machen wir später. Erstmal hier hinbauen und dann schauen wir weiter. Ich wollte ja auch noch eine Treppe runter machen. Mal ganz davon abgesehen, ne? Was? Schon wieder? Alter! Ich hab's doch nur mal angeguckt. Mal ganz im Ernst, ich glaube, so einen Blockverbrauch hat man nicht mehr in Minecraft. Es sei denn, man baut so ein Riesenprojekt wie Sturmwind nach oder ja. Oder Eisenschmiede oder was es nie noch alles gibt. Hier Game of Thrones wurde ja auch schon nachgebaut. Jetzt muss ich wieder außen rum. Muss mal wieder gucken. Guckt euch das an. Woher? Ernsthaft von da? Muss ich den Berg ganz abbauen? Genau. So, und dann könnte ich doch hier... Hier schön so eine Treppe runter machen. Und jetzt hier so eine... Machen wir erstmal ganz kurz hier so. Wenn ich jetzt hier eine Treppe runter machen würde... Das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Möchte man so eine Treppe seitlich runter? Das würde eigentlich, glaube ich, besser wirken, weil dann sieht der Bademeister immer automatisch gleich direkt, wer kommt da hoch. Ja. Doch, genauso werde ich es machen. Mache ich eine Dreier- oder eine Vierer-Treppe? Das ist halt die nächste Frage. Eine Zweier sieht gerade sehr gut aus, habe ich mal gehört. Ja, yeah, geil. Wir backen uns einmal fest. So, und sind schon wieder da. Nettes kleines Detail. Ne, wir nehmen diesmal keinen Max, weil ich ja noch Treppen brauche. Ja, deswegen nehmen wir hier mal so ein paar Treppen. Nimm da mal 15 Stück mit. Ah, okay, gut. 16, weil ich ja eine Vierer machen möchte. So, ich fliege jetzt extra schnell mal rüber. Speed. Eine Vierertreppe habe ich gesagt, ne? Ja. So. Und dann muss ich natürlich auch hier vier breit machen. Vier. Genau. Und dann brauche ich... So, einmal, zweimal, ja. Erstmal nur zum visuellen Darstellen. So, oh, ich habe sogar nochmal vier. Das ist natürlich nochmal besser. Einmal drehen, ja. So. Oh cool, ich kann sogar jetzt schon hoch. Hier ist zwar noch eine Lücke, aber ansonsten geht's doch.
So, trotz alledem sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und sage an dieser Stelle, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.